Ich darf Sie auch heuer wieder recht herzlich begrüßen zu unserem Feuerwehrball in Puchenau. Also wir, die Feuerwehrmänner hier in der Vorstadt von Linz, haben ja festgestellt, dass unsere Eröffnungsschusskapelle immer wieder in die Realität umgesetzt werden. Sie erinnern sich vielleicht an unser Zieltaxi, das wir an sich für das Hochwasser im Jahr 2002 erfunden haben, weil die Stadt Linz ja nicht mehr mit Autos, sondern nur über den Wasserweg erreichbar war. Und wie Sie heute sehen können, aus dem Zieltaxi ist ein Donaubus geworden. Schauen Sie den kurz an. Das ist der Nachfolger von unserer Erfindung. So geht die Geschichte auch weiter. Beim Ball im Jahr 2016 haben ja alle bisherigen Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Buchenau, also begonnen vom ersten, vom Gründer, vom Kogler, über die zwei Generationen Gruppmüller Karls bis zum Grundsteiner Wolfgang und am Schluss unser Gruppmüller Freddy, hier auf der Bühne ihre wichtigsten Vorhaben präsentiert. Der Freddy war damit natürlich noch nicht fertig, damals waren das noch Visionen, aber vielleicht können Sie sich noch erinnern, was er sich 2016 für die Feuerwehr vorgenommen hat. Als ich und Kommandant wieder war, habe ich die Zeit verbracht mit ein richtiges Durcheinander von ohne Kommandanten gleichzeitig was reden, vielleicht hört man sich Freddy einmal kurz und alleine an, dann erinnern Sie sich vielleicht an seine Vorhaben. Jo, weil ich nur Kommandant bin, da habe ich nur 5 Uhr. Feuerwehrfrau, ein Wasserwehr und ein Netzfeuerwehr aus muss ich haben. Feuerwehrfrau, ein Wasserwehr und ein Netzfeuerwehr aus muss ich haben. Das sind seine drei wichtigen Vorhaben in seiner Laufbahn bei der Buchenauer Feuerwehr. Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Also schauen wir uns das vielleicht der Reihe noch an. Eine Wasserwehr haben wir gewiss und nicht so ganz offiziell und mir muss auch sagen, wir sind noch ein bisschen üben dran, aber überzeugt euch, wir haben eine Wasserwehr. Hast du wirklich so einen großen
Notstand, dass du jetzt schon alles nimmst. Nein, Peter, ich bin ja eh schon wieder fast vergeben. Aber bei der Feuerwehr brauchen wir heute den Zulauf. Wir brauchen einen Mangel und einen Feuerwehr. Und das hat ja mittlerweile schon ein bisschen gefruchtet. Also bei uns geht schon ganz schön zu am Namenklub. Also, ich habe unseren Bürgermeister im Spat getroffen bei der Friedenslichtaktion. Da habe ich ihm natürlich gleich unsere Idee übergeben vom Musiktheater an der Kreuzung, weil ein Theater an der Kreuzung haben wir ja sowieso schon. Jetzt fehlt uns nur noch die Musik dazu. Gentlemen, presenting for one night the world's first firefighter power band, Norbert, Manuel und Emma, presenting the musical Mamma Mia! I won't feel the blue like I always.
Ich finde ja die Idee mit Musiktheater immer nur die bessere. Aber ich muss zugeben, unser Olli, der ist ja für die Fitness bei der Feuerwehr zuständig, weil es Artenschutz war, der hat natürlich nur eine bessere Idee gehabt. Also ich habe meinen Vorschlag beim Bürgermeister im Großkasten reingehauen. Ich war dafür, dass wir Fitnessstudio kriegen, dass bei der Feuerwehr unsere Wandbauer einbinden. Thank you.
So wünscht sich das der Wähler bei unseren Damen in der Feuerwehr. Wir uns da zusammengesetzt haben und diese Ideen geboren haben für euch da in Buchenau, das ging wir euch jetzt noch beweisen. Also so richtig großes das Theater an der Kreuzung. Das ist ja alles eine Straße, das braucht man nicht. Das ist ja gut, das ist ja gut. Das ist ja gut, das ist ja gut. Kann ich euch noch ein paar Sachen zu unserem Wahlherrn erzählen?
Also nachdem halt der Bierbringer Harry nicht mehr hackeln will, müsst ihr euch bitte das Essen selber holen. Draußen in der Schank, also da links, gibt es Essen für Selbstabholer. Und ja, und wer unser Neuheimatbier da kosten will, also in der Selbstbar unten, jederzeit, oder man schafft es den Bierbringer Harry an, der bringt das am Tisch, glaube ich, auch. Schätzspiel. Gut, dass man Einsager hat. Zu unserem Schätzspiel heute. Also drei Hinweise haben wir euch ja schon gegeben, die waren in der Eröffnung verpackt, gell, wenn ein Mitdenker. Und die Schätzzahl ist heute das, was an Bier in Gramm gemessen da unsere vier Vorstadtmännergläser da noch drinnen bleibt. Wenn wir da rausgehen, lassen wir die da stehen. Und ihr müsst schätzen, wie viel Gramm Bier wir überlassen. Und wir lassen nicht über. Es darf dann nochmal Pi schon mal ganz nur, weil der bleibt stehen. Aber jetzt schauen wir, was eine Heimatbier bleibt. Das Kommando